David, wir sind da direkt bei, nach deinem Kampf bei der FFC 30. Wie fühlst du dich gerade? Ja, wiedergeboren. Es ist das beste Wort, was man dafür einfällt. Man muss das selber an Leib und Seele einmal erfahren, wie das ist. Es sind Schmerzen da, es ist Freude da, es ist Erleichterung da. Der Gegner war extrem stark und ja, jetzt, ich bin zufrieden mit allem. Und was ist genau passiert? Wie ist der Kampf ausgegangen? Der Kampf ist unentschieden ausgegangen. Siege jetzt zwar nicht ganz so, aber es war ein starker Kampf, es war ein starker Gegner und ja, also unterm Strich bin ich zufrieden mit dem Ausgang des Kampfes. Was sind deine Zweifel? Ja, die Zweifel sind, dass er sich in der dritten Runde noch zwei Low-Kicks mal den Rücken zugedreht hat und in die Ringecke verschwunden ist und man sagt dazu eine Ringflucht. Also ich verstehe nicht, warum der Referee ihn da nicht angezählt hat, aber sei einmal so im Raum gestört. Und wie sie eine vierte Runde starten wollen, wäre er dazu bereit gewesen, den Kampf aufzunehmen. Und dort er verweigert und dann haben sie sich auf Unentschieden geeinigt. Das verstehe ich jetzt auch nicht, aber trotzdem Respekt an ihn. Er hat extrem stark geboxt, er hat extrem stark gekickt und war ein guter Kampf, glaube ich. Ja. Er war mental die ersten zwei Runden extrem stark beieinander. In der dritten Runde hat es dann meines Erachtens ein wenig bröckelt. Darum war die scharf auf eine vierte gewesen. Aber es ist leider nicht zustande gekommen. War ein starker Kampf vom heimischen Publikum, für den die, jeder Kampfsportler, der das kennt, nur respektieren kann. Was kommt für dich als Nächster? Ja, wir werden das, was heute passiert ist, mitnehmen für die Zukunft. Es steht das Back to the Roots im Dezember in Steinau an. Da möchte ich gern Full Muay Thai kämpfen, weil es keins ist jetzt nicht unbedingt die Richtung, die mir liegt. Wir werden mehr an den Boxtechniken feilschen. Und ja, ich schaue in der Zukunft mit viel Kämpfen noch voraus. Solange ich es noch machen kann, mache ich es natürlich. Und mir macht Spaß und ja. Und du freust dich auf mehr Knie- und Ellbogen-Action? Das ist richtig, ja. Also ich bin eher traditionell eingestellt. Mir liegt eher das Full Muay Thai mehr. Und trotz alledem nehme ich an jeden Kampf an, der mir geboten wird. Und ja, ich möchte mich nochmal bedanken für das Trainerteam, also David, Jan und Robert, die sehr viel Energie eingelegt haben, auch der Mario, der heute sehr viel Zeit aufgewendet hat und Emotionen, mir die Hände zu tappen und mich vorzubereiten. Also ohne so einen starken Rückhalt und ohne so ein Trainerteam und auch ein Freund, wie es alle da sind, hat man die Energie jetzt, solche Sachen zu leisten, sage ich jetzt einmal. Vielen Dank, David. Gratulation. Dankeschön.